alle die respawnen. Super. Okay, das hätten wir. Einmal Rasen mähen. Alter, der letzte Seestern. So, schwupp, schwupp. Und schwupp, und schwupp, und schwupp, schwupp, schwupp. Kommt jetzt schon der Boss oder so? Jetzt kommt so ein riesen Giganto-Mega-Ommel-Seestern wahrscheinlich, oder? What the fuck ist das denn? Ein Mantarock. Hilfe. Der sieht aggressiv aus. Der wirft ja Minen. Okay, die töten mich wahrscheinlich auf einen Schlag. Geh ich mal ganz stark von aus. Hilfe. Hilfe. Er tötet mich. Okay, es sind zwei. Stirb, stirb. Er will nicht sterben. Ich muss drehen. Es sind Mantarochen. Alter, ich krieg den nicht tot. Doch, jetzt. Ach, wenigstens noch einer. Jetzt nicht mehr treffen lassen. Das Ding ist geritzt. Stirb! Alles klar. Was? Anachorn? Anachorn. Anachorn. Wurst. Ich hab alles, was ich wollte. Level geschafft? Level nicht geschafft? Achso, weil hier noch Edelsteine sind. Zack und zack und zack. 200. Sehr gut. Und tschüss. Ja. Es geht weiter. Ja, dann können wir jetzt wieder zurück auf den Mitternachtsberg. Und da... Oh, ich weiß nicht, machen wir sie schon? Ja, komm. Wir machen unsere Endgegnerin schon. Die gute Zauberin. Als ich diesen riesigen Stachelrochen sah, dachte ich, es wäre um dich geschehen, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Die Magie des Eis hat dich sogar noch stärker gemacht, sodass du noch einen weiteren Schlag für Spyro abfangen kannst. Geil, jetzt haben wir nicht drei, jetzt haben wir vier Trefferpunkte. Ja... Das muss gefeiert werden, wenn da runde Kröten schubsen. So. Jetzt haben wir unsere vier Trefferpunkte. Und Sparks leuchtet sogar jetzt richtig hell, Alter. Manometer. Was es nicht alles gibt. So, auf zum Mitternachtsberg. Dann können wir ja danach... ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die ganzen Sachen noch auf dem Mitternachtsberg. Sprich Eier, Edelsteine, ne? 400 und 3 Eier. Und... dann, ja, Fluglevel. Oh, ich weiß nicht. Machen wir das Fluglevel noch? Wäre nicht eine Idee, ne? Gucken wir mal. Fluglevel sind immer schön. Ich würde sagen, das machen wir noch. Ach, guck an, das erste Ei. Saki. Das erinnert mich jetzt überhaupt nicht an Grandia. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Ja, ich habe auch mal überlegt, davon ein Replay zu machen. In ordentlicher Qualität von CD1, weil ich habe mir das mal nach langer Zeit angeguckt. Also das war wirklich noch mit einem uralten PC. Das weiß ich nicht. Das war mit dem PC, den ich mal ein Video gezeigt habe, mit dem Sempron, mit AMD Sempron CPU. Ey. Ach, das weiß ich noch. Mit einer Soundkarte von Windows 98 noch. Und aber hey, es hat funktioniert. Und das Wichtigste ist doch, es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, ein Replay, das wäre mal ganz cool, ne? Aber da oben will ich hin. Da ist bestimmt ein Ei. So, apropos Ei. Ja, ein Replay von Grandia habe ich schon mal in Betracht gezogen. Und ich sag mal so, es kommt definitiv. Wann weiß ich noch nicht, aber es kommt definitiv irgendwann. Nur ich muss nur noch zusehen, wann, ne? Das weiß ich noch nicht. So, das kann ich nicht versprechen, aber da kommt es auch mal in ordentlicher Qualität. Weil das habe ich mir vorgenommen. Jetzt stirb! Scheiß Eierdiebe, ey. Ich hoffe, das war der letzte im ganzen Spiel, ey. Mann. Maiken. Spyro 1 waren das schon genug Eierdiebe. Aber hier, ey, ist ja nochmal eine ganze Ecke mehr fast. In Spyro 2 gab es die ja fast gar nicht. Nur in der schattigen Oase, da gab es die damals. Ja gut, und Zaubersümpfe. Zündkerzendiebe. Na, was
sehe ich denn da? Risse in der Wand? Das deutet doch nur auf ein verstecktes Eichen. Billy! Billy Boy, ja, genau. Er hat da einen Schwanz, genau. Oh mein Gott, Billy Boy Schwanz. In mehreren hintereinander hängenden Sätzen, das sollte ich nicht nochmal sagen. Oh, Leben. Sehr schön. Leben geht immer. Immer her damit. Immer rein in den Kessel. So. Ja, irgendwo war jetzt die Bianca und hat ja irgendwas von Eiern gelabert. Genau. Hier. Wie viele Eier brauchen wir denn, liebe Bianca? Du hast es geschafft, Spyro. Du hast genügend Dracheneier gefunden, damit ich das Tor öffnen kann. Nachdem ich es geöffnet habe, kannst du dich der Zauberin jederzeit stellen. Sei aber vorsichtig. Sie wird dich erwarten. Das mir Wurst. Warum sie mich erwarten, wartet oder nicht. Also das Schild bei dem Affen, das, naja. Also erwarten war das schon nicht mehr. Das war, ich finde dich. So. Erstmal will ich hier alle Edelsteine haben. Und da ist noch ein Ei. Und zwar Ivi. Jedenfalls braun und befreit. So, Echse weg. Hier ist noch ein Level. Es heißt Spukende Gruft. Nein, danke. Das mache ich diese Aufnahme nicht mehr. Weil das ist auch so ein Level. Ach, das ist eine sauschwere Aufgabe. Das kann ich jetzt schon sagen. So, her mit den Edelsteinen. Ja, und hier haben die Levels auch nicht 4, 5, 6 heute. Ich sage mir sage und schreibe 700 Edelsteine immer die Level. Ja, muss ich ja irgendwie rechtfertigen da im Atlas. Mit den 3000 Edelsteinen oder so. Ja, das ist nicht ohne. So, da ist schon das nächste Sparks-Schild. Ja, nur den können wir erst wieder nach der Zauberung machen. Aber die Musik hier finde ich auch cool. Ach ja, hier oben war noch was. Ne? Bröckeliger Boden! Ja, mit grüner Wiese und dem nächsten Ei. Buddy. Bud Spencer, willkommen zurück. Ja, das ist aktuell im Anlass. Wobei es auch schon wieder länger her, aber es ist halt schade, dass er nicht mehr bei uns ist. War ein lustiger Mann. Zumindest in seiner Filmografie. So. Zack, 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 zack. Was haben wir hier für ein Level? Hafenrennstrecke. Das ist die Rennbahn. Ja, dann machen wir die auch gleich noch. Nur erst will ich die ganzen Edelsteine sammeln. Was haben wir hier noch? Ach, genau. Ne? Spyro 2 gab es das ja auch. Da brauchen wir alle Edelsteine, alle Eier, dann können wir da rein. Ja, dann müssen wir auch die Zauberung für besiegen. Das, ja, machen wir dann als ganz zum Schluss das Level. Das ist ein kleines Bonus-Level, ne? Wie die Drachenwelt in Spyro 2. Ich glaube, da unten war ich noch nicht, ne? Jawohl. Und da können wir, glaube ich, auch den Herrn Affen befreien, wenn ich mich nicht irre. Ja, wieder gegen ein horrendes Geld. Ja. Guck mal, Spyro, was ich hier habe. Das ist eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur mit voll funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn ja gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst. Aber die Zauberin hält ihn für eine Gefahr. Das ist keine Actionfigur, der ist lebendig, du Bär. Ja. Bär. 1300, ich glaube, mein Bärbohn hat. Na gut. Du hattest schon immer eine Schwäche dafür, kleinen albernen Wesen zu helfen, nicht wahr, Spyro? Ich nehme an, es kann nicht schaden, ihn freizulassen, oder? Mach, was du für richtig hältst. Egal. Der tanzende Bär. Ja. Alter, der Sprite von dem Affen sieht gerade voll komisch aus. Ich bin frei. Danke, Spyro. Oh, sag, hast du jemals einen Bär tanzen sehen? Nein. Es ist ein Glückspfad. Schau dir das an. Oh.
Patent sei nicht, aber keine Ausdauer. Zu schade, ich hätte noch Munition. Ich habe alles gehört, wie du die Zauberin und ihre Armeen bekämpft, ihnen allen in den Hintern getreten hast. Wünschte, ich könnte noch bleiben, aber meine Heimatwelt wird seit meiner Gefangennahme von Urinochsen überrannt. Wenn du die Zauberin triffst, sag ja, ich werde dir bald Tanzstunden geben, sehr bald. Du weißt, was ich meine, Aber sicher. Bis später. Alter, der Affe ist mal richtig auf Droge, ADHS oder Energy, keine Ahnung. Er ist aber hyperaktiv im Kubik, ey. Ja. Naja, wenigstens wurde Geld, sag mal, wieder ordentlich einen auf die Mütze gegeben. Oder mehr auf die Füße. So. Der heißt auch übrigens, ne? Agent 9. Aber das Level mache ich heute auch nicht mehr. Das ist auch mega lang. Auch mit 700 Edelsteinen. Suchen wir erstmal hier die restlichen. Irgendwo müssen sie ja noch sein, ne? Hier ist auch noch ein Level. Dino-Mine. Ja. Irgendwo müssen jetzt der Edelstein noch sein. Oh, ein Zehner. So. Und sonst so? Wo sind die restlichen? Da unten? Hinter der Welt? Tatsächlich, Alter. Och, das waren alle. Zack. Das Level auch schon geschafft. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch das... die Rennstrecke. Ja, komm, machen wir noch die Rennstrecke. Die gute Hafenrennstrecke, ne? So, dann machen wir die Zauberin und... ich würde sagen... das war's dann erstmal für heute. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Weiß ich noch nicht. Ja, ganz gleiches Zeitspiel wie zuerst. Schaffst du das Zeitrennen, tralala. Ja, am besten machen wir zuerst die Möwen, Bögen, Hummer und dann die Fische. Ach, wenn erst deine Aufgabe vor zum nächsten gehst. Und wenn nicht, ich kann es trotzdem schaffen. So, ja. Nee, ich mach zuerst die Bögen. So, 5, 5, 5 und 5. Und hier ist der Jäger drin. Alter, fuck. Hier los. Wo kommen bloß immer diese fliegenden Untertassen her? Gerade hat sich wieder eine ein Ei geschnappt und ist damit abgeschwört. Dies hier ist super schnell, aber die Untertasse ist beschädigt und zieht Rauchringe hinter sich her. Ich glaube, ich kann mit ihm Schritt halten, solange ich es durch die Ringe schaffe. Ja gut, Jäger, wir versuchen's. Ja, ich versuch's. Du fliegst einfach nur hinterher. Wie viel Sicht nimmt der denn ein? Alter, ist der fett. Alter, die Kamera, ne? Die ist ja direkt an Jägers Arsch gebunden. Ich sehe überhaupt nichts. Mit den 3 Meter Flügeln, Alter. Hilfe. Aber noch geht's eigentlich. Solange das Vieh keine Hacke schlägt. So wie jetzt. Hilfe, ey. So, jetzt hier unten durch. Oh. Hilfe, das ist ganz schön schnell. So. Och, jetzt geht's. Wie? Scheint übersehen? Ich glaub nicht. Boah. Was zum Henker? Na, da teilt hier raus, bevor die Untertasse eine Bruchlandung gemacht hat. Das war nicht Bruchlandung. Ich glaube, das war mehr so... Aber das ist jetzt auch schon wieder vorurteilhaft, ne? Da ist ein Flugzeugträger. Das hat schon wieder Anspielung auf Pearl Harbor, finde ich. Naja. Aber es waren ja Amerikaner, die das Spiel gemacht haben. Von daher, ich glaube, die haben das ein bisschen selbst... vielleicht, wenn auch nicht mit Absicht, angelehnt. Keine Ahnung. Egal, jetzt aber das Zeitspiel. Auf geht's. So, erstmal die Bögen. Die Bögen als erstes. Wow, so. Ach, die haben wir ja eingesammelt beim ersten Mal schon. Stimmt. Bis zum Jäger. So, weiter geht's.
So, jetzt die Viecher hier. Vielleicht noch eine Möwe, vielleicht noch so ein Vieh. Vielleicht noch so ein Vieh und noch so eine Möwe. Und noch so ein Vieh und noch so eine Möwe und noch so eine Möwe und noch so eine Möwe. Oder auch nicht. Dann erstmal diese Viecher hier. Ja, erstmal die Dinger weiter hier. Und vielleicht noch so eine Möwe. Oder doch erstmal so ein Vieh und noch so ein Vieh. Flieg, Spyro, flieg, nicht abkacken. So. Vielleicht noch so eine Möwe. Dann machen wir jetzt mal wieder einen Bogen. Auf geschissen nach der Reihe. Ich mache hier, wie ich das für gut halte. So, jetzt mal wieder so ein Vieh hier. Jetzt eine Möwe. Jetzt so ein Vieh. Jetzt so ein Vieh. Oder auch nicht. Oder schaffe ich es doch nicht mehr. Noch so ein Fischkopf, noch so ein Fischkopf.